Armavi. Heute zeigen wir euch mal, wie wir immer unsere Frühstückspfannkuchen machen. Danach haben wir so viele von euch gefragt. Und jetzt geht's los. Also ihr braucht folgende Zutaten. 200 Gramm Weizenmehl, Typ 1050. 1 Esslöffel Backpulver, 2 Esslöffel Weizenkleie, 1 halber Teelöffel Salz, 2 Eier, 1 Esslöffel Honig und 350 Milliliter Milch. Ihr findet das Rezept aber auch in der Infobox. Bei uns gehen die Pancakes immer ganz schnell, weil meine Mama immer für die ganze Woche die trockenen Zutaten in so kleine Tütchen abgefüllt hat. Ach so, und Kokosöl oder anderes Öl braucht ihr auch noch. Jetzt mixen wir das Ganze einfach im Mixer. Ihr könnt die Zutaten natürlich auch mit dem Schneebesen variieren. So, jetzt erst die Milch einfüllen. Dann die beiden Eier dazu. Ich brauche jetzt nur noch die Mehlmischung dazu schütten. Und ein Esslöffel Honig. Mmh, lecker. So, und Deckel drauf und losmixen. Wir füllen unseren Teig jetzt immer in so eine leere Ketchupflasche. Damit lässt er sich gleich gut in die Pfanne füllen. Jetzt erhitzt sie ein bisschen Öl in der Pfanne und füllt den Teig hinein. Nach ca. einer Minute bildet der Teig so ganz viele kleine Bällchen. Seht ihr? Dann wisst ihr, dass ihr die umdrehen könnt. Und dann nur noch eine Minute circa lang auf der anderen Seite backen lassen. Ihr könnt mit der Ketchupflasche auch richtig gute Herzchenformen machen. Oder lustige Gesichter. Dafür spritzt ihr erstmal nur die Augen und den Mund. Okay, meine ist jetzt etwas dick geworden. Und dann lasst ihr das erstmal eine halbe Minute vorbacken. Und dann erst füllt ihr das Gesicht aus. Wenn ihr den Pancake dann umdreht, habt ihr ein lustiges Gesicht drauf. Wir machen aber meistens einfach ganz viele kleine Pancakes auf einmal. 6 passen locker in die Pfanne. So, und nun gibt es dazu noch etwas Obst. Und ich mag meine total gerne noch mit Ahornsirup. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Guten Appetit!